Ja, ich begrüße Sie hier am Grab unseres Stifters Bruder Jakobus Wirth an seinem heutigen Todestag. So, der Todestag eines Menschen ist für uns Christen nicht mit Trauer besetzt, sondern immer wieder auch mit dieser tiefen Erinnerung an einen Menschen, der Spuren hinterlassen hat in dieser Welt. Spuren dessen, der uns berufen hat. Wir Franziskanerbrüder treffen uns an einem solchen Tag hier im Mutterhaus, um über das Leben nachzudenken und um uns neu auszurichten für das, was wir als Franziskanerbrüder konkret in dieser Welt als Zeichen setzen wollen. Ein solcher Tag ist für uns nicht nur Erinnerung, sondern gleichzeitig auch die Ermutigung, hinzuschauen auf das Wirken und Leben unseres ehrwürdigen Stifters Bruder Jakobus. Sein Leben ist Vermächtnis. Er hat sich den Menschen zugewandt aus der tiefen Liebe, die er selber in Jesus Christus immer wieder geschenkt bekommen hat und erlebt und erfahren hat. In seiner Nachfolge stehend ist das bis heute auch unser Auftrag, den Menschen nahe zu sein.